Ja, was haben wir noch für einen Zustand? Ja, das war doch ein guter Übergang für unseren nächsten Zustand, und zwar die Sphäre der Agierenden. Auch sehr spannend. Das kann man auch tatsächlich relativ häufig inzwischen beobachten, dass man da immer wieder in diese Rolle, Zustand hineinfällt, weil einfach alles so offensichtlich wird irgendwann. Die Schauspielerei oder die Aktionen, die ausgeführt werden, und seien es nur ganz simple, sind so offensichtlich einfach, so sehr geschauspielert, dass du siehst, dass die Absprache, die dahinter mit den wahren Schauspielern stattfindet, du kannst sie praktisch einfach wahrnehmen irgendwie und siehst, warum wer was gesagt hat und was der dahinter gesagt hat, der Schauspieler, damit es zu einer Situation kommt oder damit die Aktion so verläuft, wie sie eben verlaufen soll. Damit ihr das alle versteht, erklärt euch das Jonathan nochmal. Also die Sphäre der Agierenden ist wirklich der Knaller. Schon. Also als ich das erste Mal in diesen Zustand gekommen bin, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Alle Menschen um mich herum wurden plötzlich zu, ja, Agierenden. Leute oder zu Menschen, die alles planten. Es ist also, ich habe da mit Leuten zum Beispiel auf einer Wiese gesessen, wir haben uns unterhalten. Ganz normal, ne? Es war ein schöner sonniger Tag, wir saßen da in so einem Park auf der Wiese, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Und ich saß dann da und plötzlich kam ich in den Zustand der Agierenden. Vorher hat man ein bisschen rumgelacht, ein paar Anekdoten erzählt, was man so erlebt hat und plötzlich macht es Klick. Ich war in dem Zustand der Agierenden und in dem Moment sprang einer auf, lief zu dem anderen und sagt: Pass auf, wenn er jetzt das sagt, dann sagst du das. Und wenn du das sagst, dann musst du das sagen. Und wenn du das gesagt hast, dann musst du anfangen zu weinen. Das ist sehr wichtig. Du musst anfangen zu weinen, weil dann können wir alle so tun, als hätten wir Mitleid. Und dann machst du das und das. Also es war eigentlich, um das jetzt mal zu vergleichen, als wäre man auf der Bühne in einem Theaterschauspiel. Und dann kommt eine kurze Pause. Alle gehen hinter den Vorhang und improvisieren noch ein bisschen. So war das. Dann improvisieren die ein bisschen, sprechen noch mal die Rolle ab, was in welcher Reihenfolge ist, dann gehen sie wieder vorne auf die Bühne und spielen das durch. Es wirkt wie ein Puppenspiel, eigentlich Ja. wie ein Marionettenpuppenspiel Ja, plötzlich, ne? richtig, ja, genau. Wie ein Marionettenspiel, ja. Und das Spannende daran ist eben, dass du erkennst, dass es keine Opfer gibt in dem Zustand. Weil die Person, die da geweint hat, vielleicht hat sie sich von ihrem Freund getrennt gehabt oder so, ich weiß es jetzt nicht mehr. Weißt du, dass die deshalb weint, weil sie das hinter der Bühne abgesprochen hat? Und das macht die Sphäre eben zur Sphäre der Agierenden, in denen jeder in Aktion ist. Es gibt keine Reaktion in diesem Zustand und es gibt keine Opfer in dem Zustand, weil alles abgesprochen ist. Das schnallt man dann, ne? Ja, und als sie das dann alles abgesprochen hat, machte es wieder Klick. Ich war wieder im normalen Zustand und dann lief die Show ab. Ne? Ja, sehr, sehr spannend. Also es gibt natürlich auch Abstufungen zu diesem Zustand, wo du das dann halt live mit beobachten kannst, wer gerade was wieso abgesprochen hat. Nicht so konkret wie du jetzt, du sagst das und das und das, sondern du siehst eigentlich aus zwei Perspektiven die Selbste, die dahinter sind, und die Künstler, also die Marionetten. Ja, du siehst die Rolle, so wie du im Alltag hier auch die Rolle von allen Leuten siehst, denen du begegnest, aber du siehst dann auch den Schauspieler, Ja, genau. der die Rolle anwählt. Und das macht es dann wirklich so irgendwie zu einer sehr faszinierenden Situation, weil du ja dann beide siehst. Ja, genau. Und dadurch kannst du jemand anderen das Opfer nicht mehr abkaufen. Es geht dann nicht mehr. Weil du weißt, ach, der hat den doch jetzt direkt angespielt, weil das seine Entscheidung als Schöpferwesen gewesen ist. Er hat sich dazu entschieden, so, ich weine jetzt, oder diese Frau, ich weine jetzt, weil ich denke, dass ich mit dieser Rolle die und die Person
dazu bringen kann, sich so und so zu verhalten. Aber die Person ist dann jetzt auch kein Opfer, die sich dann so oder so verhält, sondern die wählt ja auch mit ihrem Schauspieler diese Rolle an. Ne? Ja gut, im Alltagszustand fühlst du das so nicht. Mhm. Fühlst du dich natürlich als Opfer und bist sehr, sehr traurig. Ja, ja. Darf man nicht vergessen. Aber in Wahrheit ist es anders. Ja, in der Sphäre der Agierenden gibt es keine Opfer. Nein. Egal in welcher Situation. Und das ist eben das Verrückte daran. Und das ist auch einer der Gründe, warum man diese Bewusstseinsebene oder diesen Bewusstseinszustand schwer erreichen kann. Weil man eben noch egoistische Motive hat, sich als Opfer darstellen zu können. Aber ich finde, wenn man halt schon mal drin war, fällt es viel leichter, zumindest eine der Vorstufen reinzukommen. Hm. Also das geht dann schon aus dem Alltagszustand. Ja. Und das habe ich immer wieder beobachten können. Die Leute haben verstanden, wenn ich da über diesen Zustand geredet habe, aber sie wollten den Zustand auch mal erleben, aber sie kamen da nicht rein. Weil die eben ihre Motive haben, dass das nicht auffliegt, sozusagen. Ja, die Tarnung aufrechterhalten. Ja, ja, eben. Richtig. Die haben als Kinder gelernt, wenn ich jetzt heule, kriege ich meinen Lutscher trotzdem. Ja, genau. Das haben die so gelernt in ihrer Kindheit. Und das haben die als Strategie behalten, auch als Erwachsener. Ja? Wenn sie den Lolli nicht kriegen, fange ich an zu heulen. Ja. Und das ist eine Strategie, die hat sich eben so gehalten über die Jahrzehnte des Erwachsenwerdens. Und darum sind solche Leute dann auch nicht bereit, diesen Zustand loszulassen, also diese Taktik loszulassen, um in diesen Zustand zu kommen. Ja. Ja, das ist die Sphäre der Agierenden. Ja, absolut spannend. Mhm. Ja, der Non-Ego-Zustand. Ja, der Non-Ego-Zustand. Also es ist ein Zustand, in dem man eben ohne Ego ist, temporär. Ja. Oder auch dauerhaft, gibt es ja auch. Ja, ja, aber die Leute müssen leider gewindelt werden. Oder das Ego ist tot, gibt es ja auch, den Ego-Tod. Ne? Ego-Tod bedeutet, deine Alltagspersönlichkeit, so wie du sie kennst, mit deinem Namen und all dem Wissen und wie man eben von der Gesellschaft und dem Lehrsystem im Alltag großgezogen worden ist, ist dann plötzlich weg. Ja. Ego-Tod. Das kann zum Beispiel passieren, wenn man sehr, sehr hohe Dosen von bestimmten bewusstseinserweiternden Substanzen zu sich nimmt. Dann kann man den Ego-Tod erfahren. Und auch in der Dissoziation ab einer höheren Stufe, wenn man schon auf den 5 Stufen auf Stufe 3 oder 4 gekommen ist, da begegnet einem auch der Ego-Tod, wo das Ego sich verabschiedet und sagt, ciao, ich bin raus. Ne? Ja, ist halt so. Ja, und dann bist du dann ohne Ego. Das ist ein Zustand, der auch nicht so gern erfahren wird, weil wenn du ohne Ego bist, also so war es bei mir, als mein Ego sich verabschiedet hat, endgültig, verhält es sich bei mir so, dass ich sehr instabil war. Ja. Ich war instabil. Ich hatte Ängste. Ich hatte irgendwie kein Selbstvertrauen in dem Moment. Das tolle Selbstvertrauen, das man im Alltag so immer so in seiner Rolle an den Tag legt, war nicht mehr möglich. Ne, man hat es sich selbst nicht mehr abgekauft, sozusagen, ne? Weil sich meistens ja das Selbstvertrauen auf Äußerlichkeiten beruft. Ne? Ja. Ne? Mein Haus, meine Yacht, mein Job, ne? Oder so. Ne? Und darauf baut man sein Selbstvertrauen auf. Ich verdiene Millionen Euro im Jahr und guck dir mal mein Auto an, ne? Guck dir mal meine Yacht an. Und darauf bauen die meisten Menschen eben ihr Selbstvertrauen auf Äußerlichkeiten. Und wenn das Ego weg ist, fallen eben alle Elemente des Selbstvertrauens, das sich auf äußere Quellen beruft, zum Beispiel weg. Dann steht man da ganz alleine mit seinen Errungenschaften, die man eben in mentaler Hinsicht vielleicht erfahren hat. Ne? Auch die ganzen Philosophien oder tollen Gedankenkomplexe, die man sich aufgebaut hat und sagt, boah, ich weiß so viel, ich habe so viel gelesen, ich habe so viele Videos geguckt, ich bin total informiert, fällt auch weg.
weil es auch eine äußere Quelle ist für das Selbstvertrauen. All das fällt weg. Und dann stehst du erstmal ganz alleine da, nackig, ne, vor dir selbst, könnte man sagen. Und ja, nackt und hilflos beschreibt es echt gut. Ja, und dann bist du natürlich erstmal ganz schön durch den Wind, ohne Ego. Weil das Ego sorgt dafür, dass du im Alltag klarkommst, dass du die und die und die und die Rolle spielen kannst und ein ganz toller Typ oder eine ganz tolle Frau sein kannst. Überhaupt, dass du auf Klo gehen kannst und deine Rechnung zahlen. Ja, eben, das interessiert dann einen auch nicht mehr. Nee, alles weg. Ohne Ego. Da denkst du dir, wie, meine Miete ist diesen Monat nicht an den Vermieter rausgegangen. Ich glaube, in dem Zustand denkst du ja nicht mal das. noch nicht mal das denkt man dann. Es ist einem völlig gleichgültig. Man achtet da gar nicht mehr drauf. Das sind nicht mal Gedanken für irgendwas. Eben, du lebst dann in deiner eigenen Welt und befindest dich da in einem egolosen Zustand. Und alle Ego-Belange sind dann unwichtig. Beachtest du gar nicht mehr, ignorierst du. Ist eher so ein Zustand des einfach nur Daseins, oder? Ja, irgendwie? Ja, richtig. Aber es ist ein schöner Zustand auf der anderen Seite, weil du bist dann viel mehr in der Natur. Ne? Also als ich mal einmal in den Zustand kam, da habe ich mich geweigert, nach Hause zu gehen. Weil ich wusste, wenn ich jetzt wieder nach Hause gehe und ich gehe in meine Wohnung und sehe all die Sachen, die ich mir so im Alltag aufgebaut habe, ne? Die Bücher, Computer, Fernseher oder was weiß ich, und ich schaue mir das alles an, dann holt mich das wieder zurück in den Ego-Zustand. Wollte ich nicht. Ne? Weil deshalb habe ich damals gesagt, nee, ich gehe jetzt nicht nach Hause. Und ich bin die ganze Nacht draußen rumgelaufen, weil mir das lieber war. Damit ich in dem Zustand bleibe, so lange wie möglich. Ja, bei mir war das, ich war nicht in der Natur. Bei mir war auch alles weggefallen. Auch das Laufen wollen, egal was. Also wäre ich da drin geblieben, ich denke, Babyalter hätte es ganz gut beschrieben. Man hätte wirklich alles mit und für mich machen müssen. Ich wäre zu gar nichts in der Lage gewesen, weil ich war in einem Zustand, das war ja wirklich nur existieren für mich. Bei dir war das einmal ganz heftig, da war ich ja bei. Ja. Da hätte man dich wirklich zum Klo bringen müssen, damit du daran denkst. Ne? Ist das aber schon eine Extreme. Ja, das war sehr extrem. Ja, das ist schon extrem. Dann warst du schon sehr tief in den Zustand. Ne? Also da war wirklich gar nichts mehr außer Existenz praktisch. Also in dem Zustand hätte man den Alltag auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise bewältigen können. Null. Ja. Aber sehr, sehr schön. Also es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, will ich nicht nochmal hin, möchte ich immer hin, aber es ist natürlich auch unpraktisch. Also nichts für die nächsten 10 Tage. Ja, das ist schon richtig. Also dauerhaft in einem Zustand wäre schwierig. Das wäre schwierig. Temporär ist okay, so wie bei mir. Ich bin immer temporär in diesen Zustand gekommen. Und das Längste, als ich in diesem Zustand war, war glaube ich so ein halbes Jahr. Das war schon kritisch. Ein halbes Jahr, weil mir dann auch egal war, was mit meiner Miete ist oder ob ich jetzt Geld verdiene oder nicht oder so, das war mir alles egal. Ich bin hauptsächlich draußen in der Natur rumgelaufen, habe mich immer an die Bäume gesetzt oder auf die Wiese gelegt oder sonstige Sachen und ja. Ist halt auch so, dass dann wirklich 90% aller Gedanken wegfallen und alle Emotionen, also halt jeder Eigendünkel, Wut, beleidigt sein, alles, es fällt einfach weg, es ist nicht mehr da. Nö. Ja. Das hatte ich auch ein halbes Jahr ungefähr, so in die Richtung. Ne? Also da fällt sehr viel weg, was man vorher mit sich so rumgeschleppt hat. Oh ja, mein Kopf war echt leer. Das ist richtig. Viele Sachen, wie du schon sagst, 90% der Gedanken waren weg. Und völlig belanglos, waren alles nur Ego-Geschichten. Auch wenn du irgendwie auf wen vielleicht sauer gewesen sein magst oder mochtest den nicht oder so, das war dir egal. Ne? Ja, es fiel einfach weg. Es war... Als hätte es nie existiert, als wärst du nie auf ihn sauer gewesen, so nach dem Motto, finde ich. Ja, die ganzen Emotionen, die man so im Ego haben kann oder die ganzen Absichten, die man so haben kann im Ego, sind dann auch nicht mehr relevant. Also es war schon ein Zustand, der sehr interessant war, weil der interessante Aspekt daran war für mich, dass ich eben erkannte, dass es das Ego gar nicht gibt. Das war der Gag. Ja.
Das war total verrückt. Und zwar, weil ich merkte, dass ich ungefähr pro Minute dreimal die Realität wechselte. Und weil ich die dreimal pro Minute wechselte, habe ich gedacht, warum fällt mir das in meinem Alltagszustand nicht auf, dass ich dann nicht die Realität wechsle? Weil das Ego wie ein Filter drüber liegt. Darum merkst du die ganzen Wechsel nicht. Das Ego tarnt also die Realitätswechsel, die kleinen, minimalen Realitätswechsel. Und als ich dann aber merkte, dass ich in diesen Realitäten wechselte, da dachte ich so, das Ego kann gar nicht existieren durch die ganzen Realitätswechsel. Es ist eine Illusion. Ja, man, irgendwann kam auch das Bild, oder man sieht dann einfach, dass es ein riesiges, ich würde sagen, eine Art neuronales Netzwerk, so kann man das am ehesten beschreiben. Mhm. Ein Konstrukt, das ist wie so ein Gehirn aus Verschaltungen und Nervenbahnen praktisch. Also eigentlich, ja. Ja, und darum fand ich das interessant, eine Maske tragen. Eine Maske tragen bedeutet ja eigentlich auch, ich habe ein Ego, das setze ich mir so als Maske auf oder halte es mir vors Gesicht, um eben bestimmte Elemente in meinem Alltag darzustellen. Also das war eben so der positive Aspekt, den ich da sah. Und irgendwie fühlte ich mich auch meinem höheren Selbst viel näher in dem Zustand, weil eine Schicht war schon mal abgepellt von der Zwiebel, weißt du? Ja, so ungefähr. Ja, ne? Und deshalb kam ich mit meinem höheren Selbst schon viel näher vor, viel verbundener. Und das höhere Selbst konnte auch mit mir besser kommunizieren, weil der Filter nicht mehr da war. Aber für mich war das so, nachdem der Zustand so nach einem halben Jahr vorbei war, hatte ich das Gefühl, jetzt bin ich noch tiefer im Ego drin. Also plötzlich kam alles hoch, was jemals da gewesen ist. Mhm. So war mein Eindruck. Einmal so richtig, nochmal richtig down. Mhm. Ja, und in dem egolosen Zustand finde ich auch spannend, dass du die Aspekte der anderen Menschen siehst. Ja, das ist wahr. Ja, du siehst die Aspekte. Du, zum Beispiel sitzt du mit ein paar Leuten am Tisch, ne, vielleicht im Café und quatscht ein bisschen. Und dann habe ich immer gesehen, der wählt jetzt den tollpatschigen Aspekt an. Ja, genau. Da wusste ich ja, es dauert jetzt noch 10 Sekunden, dann fällt irgendwo ein Glas um. Aber das ist interessant, das ist geblieben zum großen Teil. Ja, richtig. Dass du das jetzt echt oft, du siehst es halt einfach. Mhm. So wie im Looper-Zustand, den ich auch später noch erzähle, dass du siehst, wer tarnt sich, wer lügt, wer nicht. Ne? Also du siehst ja, es bleibt irgendwie. Das sieht irgendwie. Man auch. Ne? Man sieht zum Beispiel, mit Leuten rede plötzlich, dass die irgendwie auf einen Aspekt wechseln, Persönlichkeitsaspekt, weil man die da so klar sehen kann im Zustand, wo du weißt, das lügt doch. Ne? Jetzt erzählt er irgendeine erfundene Geschichte oder so und dann weißt du, oh, ja, okay, alles klar. Ne? Dann guckt man da so und geht auch gar nicht drauf ein. Also mir ist es dann nicht wert, aus energetischer Hinsicht darauf einzugehen. Ne? Zu sagen, hey, jetzt hast du gelogen und das stimmt gar nicht oder so. Interessiert gar nicht. Ist ja. Man registriert das dann halt und denkt sich dann. Man schmunzelt dann eigentlich mehr so, ne? Ja, man schmunzelt dann so in sich rein und denkt sich ja, ist halt alles so. Klar. Ich habe die Info, Punkt. Ne? Ja, also. Das finde ich einen sehr interessanten Zustand dann auch. Du siehst auch bei den anderen Leuten dann zwar das Ego, du siehst es noch, das aber mehr auf der Basis der Persönlichkeitsaspekte. Welche Aspekte wählen die an? Ne? Ach, guck mal, der ist was weiß ich gerade auf seinem verliebten Aspekt, dann weißt du ganz genau, aha, der hat sich gerade frisch verliebt. Ne? Und oder was weiß ich. Ne? Also es gibt alle möglichen Persönlichkeitsaspekte. Das ist so ähnlich wie bei den Schlümpfen. Ne? Da gibt es ja Schlaubi, ne? Den schlauen Schlumpf. Ach so, ja. Ne? Dann gibt es einen Bücherschlumpf und dann gibt es noch den Handwerkerschlumpf. Und wenn du siehst, dass die da einen bestimmten Aspekt in sich anwählen, man sagt im Alltagszustand dazu Charakterzug, ne? Wenn die den dann anwählen, dann weißt du immer gleich Bescheid, was jetzt kommt, ne? Oder was der jetzt machen möchte oder worauf er jetzt seinen Fokus legt, beziehungsweise was seine Absicht ist. Ja. Interessant finde ich auch, also es gibt ja verschiedene Stufen der Egolosigkeit, würde ich sagen. Mhm. Und gibt es auch noch Zustände,
da ist plötzlich erstens alles unwichtig, was die Vergangenheit betrifft. Also die persönliche Geschichte fällt irgendwie völlig weg. Was auch immer du erlebt hast, ist nicht mehr relevant. Mhm. Teilweise geht es sogar so weit, dass du vergisst, wie heißt du, wie bist du hierher gekommen und all so eine Geschichten. Oder was mache ich hier gerade? Und ja, sowas gibt es natürlich auch. Ja, auf jeden Fall. Also das interessiert einen auch gar nicht so richtig. Ja. Weil ich bin im Zustand der Gegenwart. Da ist man wirklich im Hier und Jetzt. Ja. Du denkst nicht mehr darüber nach, was morgen sein wird oder was gestern gewesen ist. Ist völlig irrelevant. Du bist im Hier und Jetzt und ja. Es gehört nicht mehr so richtig zu dir in dem Sinne. Ja, es ist wie, ja, es ist nur eine dunkle Erinnerung oder es ist einfach irrelevant, ne? Was morgen ist oder was gestern gewesen ist. Du bist in der Gegenwart und nimmst auch nur die Gegenwart wahr, aber mit dem Unterschied, dass du 10-mal mehr in der Gegenwart wahrnimmst als sonst. Also das bezeichnen wir nicht als voll ohne Ego oder Non-Ego-Zustand, sondern mehr als gedrosseltes Ego. Ja, könnte man auch sagen. Es ist eher so ein stark gedrosseltes Ego oder das Ego wird temporär zur Seite geschoben, damit dein Bewusstsein sich erweitern kann und du mehr Dinge wahrnimmst, als du normalerweise wahrnimmst. Dafür muss man schon einiges an Energie sammeln, um eben auch in diesen Zustand des Ego beiseite schiebens kommen zu können. Ohne Energie funktioniert das leider nicht so richtig. Ja, weil die Aufgabe des Egos ist eben immer irgendwie was zu tarnen. Ja. Was zu verstecken, zu verheimlichen. Ne? Und die meisten Punkte, auf denen sich das Ego beruft, ist die Angst oder die Sorge um etwas oder eben persönliche Ängste, die man hat. Ja, kriege ich genug Geld? Ne? Noch diesen Monat oder kriege ich genug zu essen oder klappt das mit meinem neuen Job? Und all diese Ängste motivieren dann das Ego, dann eben sich entsprechend zu äußern. Ne? Die Leute werden dann wütend, aber dahinter befindet sich die Angst. Ja? Oder die Leute werden sauer oder traurig oder sonst irgendwas und fangen an zu weinen. Aber alles, was sich dahinter befindet, ist immer die Angst. Ja. Des Egos. Alles basiert auf Angst. Ja, alles basiert auf Angst. Egal, wie sich das Ego da äußert. Ne? Also für das Ego ist die Angst um etwas, um meistens natürlich um sich selbst und um seinen Körper, das ihn dann eben motiviert. Vielleicht sollten wir halt auch noch dazu erwähnen, dass die Angst halt eben auch die Brücke ist. Das ist sozusagen das Sprungbett, die Brücke, das Portal zum inneren, wahren Selbst, zur Ganzheit. Und deswegen stößt das Ego auch immer wieder auf diese Angst. Aber es hat halt auch zu viel Angst, um durch die Angst hindurchzugehen. Ja, das ist richtig. Ja, ja. Das Ego kann auch die Angst nicht loslassen. Oder das Ego kann auch die Angst nicht, wie du sagst, durchqueren, um sie ein für alle Mal loszuwerden. Das macht das Ego dann nicht und bleibt immer irgendwie in der Angst hängen. Aber man möchte den anderen Leuten ja auch nicht die Schwäche oder die Blöße zeigen, dass man da aus Angst heraus motiviert ist und versuchen das dann zu tarnen, ne? Mit Trauer, Wut, sauer sein, beleidigt sein oder sonst was. Ne? Und ja, also das ist natürlich schon ein sehr interessanter Zustand, den man da hat, weil man dann eigentlich jeden Menschen wie so ein offenes Buch lesen kann. Ich wollte gerade sagen, wie ihn lesen kann. Ne? Ja, ja, genau. Warum macht er das jetzt? Wieso reagiert er so und so weiter? Und so, ja. Und so weiter. Also, ja. Also diesen Zustand fand ich als sehr spannend, auch wenn ich dazu sagen muss, als ich so diesen Ego-Tod erfahren habe, war ich erstmal 3 Wochen lang nicht zu gebrauchen. Weil ich musste wirklich eine innere Stabilität wiedererlangen, die ich da nicht hatte. Ich war 3 Wochen völlig durch den Wind. Ich hatte Ängste. Ich bin immer wieder von meinem höheren Selbst in die Angst geschickt worden, sozusagen. Hier, ne, Jonathan, guck dir das mal hier alles an. Ne, so nach dem Motto. Und 3 Wochen lang habe ich da rumgeknackst und damit rumgemacht und versucht, da irgendwie wieder stabiler zu werden. Zumindest so stabil, dass ich so einigermaßen den Alltag managen kann. Das hat schon so gut 3 Wochen bei mir gedauert, bis es einigermaßen annehmbar war. Aber
auch ein Zustand, den man irgendwann erfahren wird, ganz automatisch. Und erreichen sollte, dauerhaft. Ja. Mhm. Ja. Und das ist natürlich auch ein Aspekt der Schattenarbeit. Ja, und deswegen empfehlen wir auch so sehr die Dissoziation, denn dadurch sammelst du die Energie, um die Schattenarbeit machen zu können und in den Zustand kommen zu können. Denn ohne Energie klappt das alles leider nicht. Weil Schattenarbeit bezieht sich hauptsächlich nicht auf das Ego der anderen. Ja. Weil das Ego der anderen ist dir eigentlich völlig egal. Sollen sie sein, wie sie sein wollen. Sondern du siehst dein eigenes Ego. Und das ist die Schattenarbeit. Dann siehst du plötzlich, was du alles für Manipulationen in deiner Vergangenheit so getrieben hast, was du alles gemacht hast, wo du eben die eine oder andere Rolle gespielt hast, um dieses und jenes zu erreichen, wo du nicht so nett warst. All das siehst du dann und das ist dann Schattenarbeit, nämlich, dass du dich selbst erkennst. Ne, wie du drauf bist oder wie du drauf gewesen bist, was du alles so getrieben hast und. Und das sorgt natürlich auch für Instabilität in dem Moment. Ja, ja, klar. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, ein Zustand, den man schon mal erlebt haben muss. Darum ist Schattenarbeit auch wichtig. Weil wenn du in Licht und Liebe bist, ist es leicht, in Licht und Liebe zu sein. Ja. Aber ein richtig helles Licht wirst du nämlich in der Dunkelheit und nicht im Licht. Das heißt, wenn du nämlich hinuntergestoßen wirst in die Dunkelheit, dann zeigt sich nämlich, ob du dein Licht bewahren kannst oder nicht. Ja, schöner Abschluss. Ja. Mhm. Finde ich. Mhm. Für den nächsten Zustand. Ja, ich bin gespannt. Was kommt jetzt? Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Teil. Bis zum nächsten Teil. Ciao. Alles Liebe.